So, da sind wir wieder. Und ja, wie angekündigt oder wie vermutet. Ach, siehst du, könnte ich eigentlich auch mal gleich mal zeigen. Schau mal, so das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, so habe ich früher Pootle Doom gespielt. Mittels Software-Rendering nämlich. Also Z-Doom, nicht GZ-Doom, sondern noch Z-Doom. Weil GZ-Doom hat ja bei mir nicht funktioniert gehabt. Hat er bei mir nicht funktioniert gehabt, weil ja ich die alte Grafikkarte, die hatte ja dann, ja, keine Ahnung, habe ich noch nicht ganz diagnostiziert, warum, aber die ist dann ja andauernd abgestürzt, also die Grafikkarte selber, also ja, da ging in mein Rechner noch, und ich glaube, es funktionierte auch noch, aber alles, was mit 3D zu tun hatte, wurde dann halt über Software-Rendering ausgeführt, weil die Grafikkarte intern halt sich irgendwie zurückgesetzt hat. Keine Ahnung warum, was da los war, ob die Grafikkarte defekt war, Grafikkartentreiberproblem war, whatever. Auf jeden Fall habe ich früher, ja, hatte ich immer so hier gespielt. Schön, hier Software-Rendering, sieht man auch 256 Farben, Max. Gut, ihr seht jetzt unten das Hub gar nicht, fällt mir gerade auf, ein. Ja, und genau so hier schön mit 3D, das war das Hoch- und Runtergucken, dieses Fake-3D, wo einfach nur praktisch die Y-Achse verschoben wird. Also die Engine rechnet geradeaus, nur das geradeaus wird tabaktisch umgebogen. Und dementsprechend dieser komische Look. Ja. Wie man sieht, auch Software-Renderer, also ihr seht ja, ihr werdet es jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber wir haben stolze 44, 48 Frames. Deswegen, also geil, was man heutzutage so alles machen kann. Und wie gesagt, das ist jetzt reine CPU-Power, keine Hardware-Beschleunigung, kein gar nichts. Also, allein über die CPU haben wir jetzt 55 Frames. Jetzt wieder 36? Oh, so, hier drinnen. Ja, weil hier wie die Lichteffekten. Ja, also so war das damals, bevor ich jetzt mit den Let's Plays angefangen hatte, allgemein. Und das war auch der Grund, weswegen ich das alte Mindtest-Let's Play, das alte Mindtest-Let's Play abbrechen musste, weil das über Software-Renderer ging wiederum nicht, weil der hat dann doch zu viel Leistung gebraucht. So, nichtsdestotrotz, wir Idee. Und zwar das hier, das hier. Habe ich auch noch mit der alten Kacke. Ah, ja, schon der Kleier eben. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das hier mit der, ob wir das Let's Play mit der neuen Version neu starten, weil bei dem Realism Tactical Mode, da wäre es doch schon interessant, also schon sinnvoll, da mit einer ordentlichen Flash halt arbeiten zu können, ohne dass der Rechner dabei jedes Mal stockert. Ah, wir spielen erstmal so weiter. Und wenn es wirklich irgendwann unspielbar sein sollte, wie gesagt, ist ja nur nebenbei Let's Play, dann werde ich das halt komplett abbrechen und nochmal starten mit der neuen GZ-Doom-Version. Da ist ja mittlerweile auch wieder die neue raus, die 3.7.0, die waren etwas an manchen Stellen verbuggt. Und dementsprechend gibt es jetzt bereits eine Nachfolge 371, habe ich auch schon installiert, aber eben kann ich halt nicht benutzen, wegen weil alte Spielstände sind dran schuld, dass ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Na komm, wir werden dann Taktik gemacht. Okay. Ach, wir haben ja bereits alles. Ja, wow, wir haben ja alle Munition hier. Gut, ich gucke mal kurz durch. Wir haben bereits alle Waffen. Wir haben alle Waffen. Das heißt, Ronny, ganz, ganz schlau. Wenn wir sowieso gerade alles haben, ich weiß, es hatten wir jetzt volles Leben und Rüstung, ist auch egal. Wenn wir sowieso alles hatten, dann können wir auch einen kleinen Cheat benutzen. Dann starten wir jetzt mit der neuen GZ-Doom Engine. Gehen straight in Level 13. So, Map Idee 13. Und ja, verstehe. Ich kenne genau deine Probleme. Habe ich auch immer jeden Morgen, wenn ich ins Spiel gucke. So, und jetzt geben wir uns einfach alles. ADFA. So. Siehst du, wir haben sogar nur 100 Leben, also 100 Herz. So, okay. Und jetzt kann keiner sagen, es geschieht, weil wir hatten davor sowieso auch alles, ne? Von daher.
Können wir das jetzt hier, und jetzt guckt euch mal das an. Ist das eine flüssige Framerate mit dem Licht oder was? Da könnt ihr mir noch nicht erzählen, dass wir sowas auch mit der alten Version hinbekommen hätten. Weil hätten wir jetzt gerade nochmal probieren können, aber das ist doch eine flüssige Framerate, oder? Digga, Alter, das nenne ich mal. Gut, haben wir unser erstes Let's Play. Das ist jetzt natürlich ganz unten, weil der ist hier nach, nicht mal nach Namen sortiert, sondern nach Erstellung. Aber, ne, jetzt haben wir mal richtig unser erstes Let's Play mit der neuen GZ-Version. Nice! Ja, wir haben bevor wir verkackt. Ich hätte erstmal so, so und natürlich das hier. Weil das Let's Play mich jetzt wäre sonst in dem einfachen Modus gewesen. Von daher. So. Change Map. Wenn ich bitten darf. So, und jetzt. Ja. Bam. Jetzt haben wir auch Tactical Mode. Okay. Oha, oh Gott, der ist so ein ganz, ganz großer. Wir sind am Arsch. Wir sind wirklich am Arsch. Na komm, 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 komm. Oh Mann, das wird länger, das Let's Play. Komm, stirb halt. Ich muss jetzt eine Rakete. Ganz ehrlich, warum auch nicht? Aber weil die braucht zu lange. Bis ihr hinten ankommt, ist der Kartier schon weggelaufen. Hoffentlich sind die keine Hitrunner. Auf der Entfernung, wir sind definitiv schaschelig. Alter, guck mal, wie flüssig das ist mit dem Licht. Da sind jetzt überhaupt keine Unterschiede mehr. Das ist das geil. Mit FPS um anzugeben. Ich hab voll die Gaming gerechnet, ich hab 30 Glück gefunden. Wow. Hallo? Rennen wir hier einmal um die Kisten drumherum, ich glaub's ja. Achso, siehst du, apropos, was gerade noch einfällt. Die Waffe und die, nein. Die und die waren richtig, aber wir haben auch noch... Oh ne, Special Waffe haben wir gar nicht. So, die hier. Die kann ich hier zum Schluss werfen, ja, ne? Genau, die hatten wir vorher nicht und... Hä? Die hatten wir vorher auch noch nicht. Perfekt. Scheiße! Gut, pack ich hier in die Ecke. Leck mich. Dann halt nicht. So, was ich jetzt mal da rein? Wenn ich ehrlich sein darf, würde ich da aber gar nicht rein. Renn noch Jubel, kommt eh nicht dran. Oder doch? Ich wollte gerade die A-Taste drücken, um da hin, aber irgendwie hat nicht reagiert. Ein Glück war in dem Moment auch schon tot. So fährt das Bild wieder. Fuck, muss raus. Nein, war doch richtig.
Was hast du denn da? Okay. Aha. Na, komm mal her. Ach du Scheiße, wir sind tot. Boah, Alter. Ne, das Ding noch nicht drücken, damit geht das Ding da auf. Das wäre dumm. Oh Gott, das ist richtig dumm. Das sind doch so viele. Ich will da gerne hoch. Ich muss versuchen, die gegeneinander aufzuhetzen. Und das sind mir nämlich echt ein paar viele Gegner. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Bitte was? Du scheiß Mancubus oder was? Ja, das ist Mancubus. Na komm, machen wir auf hier. Die Herrschaften wollen da rein, dann lassen wir sie auch rein. Beziehungsweise jetzt kommt ja erstmal das zu mir, halt also 4 Stunden. Das finde ich erstmal auch schon blöd. Nein! Leck mich doch! Nö! Puh, ha! War doch klar, wie er einfach über alle Kanten gerade so drüber schießen kann. Ja, der kann einfach über alle Kanten gerade so drüber schießen. Ist genauso abgemessen. Wetten, der schießt genau auf 64 Meter, auf 64 Pixel Höhe, also Abstände hier. Und die Webdesigner haben es deswegen genau auf 360 gesetzt und gerade so perfekt rüberkommt. Arschlöcher. Die machen alle mit Absicht hier. Das ist eine riesige Verschwörung. Oh, das Flugzeug. Schau mal, wie das ein Flugzeug. Kommt das mal kurz zu retten? Ja, mach doch einen Platz hier, ihr Deppen, Alter, ihr kranken Bastarde. Nein! Nee, meine Tastatureingabe ist schon wieder hier so. Nee, meine Maus ist schon wieder. So stockerhaft, obwohl die vorhin echt bei 8 bei fast 30 Bildern liegen. Aber Browser habe ich nicht offen und hoch natürlich gerade auch nichts. Uah. An der scheiß Tür hängen geblieben. Ich glaube, wir haben gar nicht gespeichert. Ihr wollt mich doch jetzt gerade verarschen, oder? Ihr wollt mich doch so hart verarschen. Na komm her. Geht auch.
Sollen wir ein bisschen Druck machen hier? Darf nur schneller gehen. Darf nichts. So, hier erledige ich jetzt einfach mal mit der Schrift, bitte. Na komm. Ein Haufen Schaschlik. Guckt euch den an. Oh Gott, den Erdbeben aktivieren. Der ist tot, ne? Ach du Scheiße! Alter! Er wollte mich doch ficken. Nein! Das ist auch der von rausgekommen ist, kann das sein? Weil eben, in deren Sichtweite, wenn er da stehen, würden wir hier vollkommen sein, ja. Er war der Dritte. Hätten wir das auch geklärt. Okay, so jetzt wieder die aufmachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, zur Not hier Plasma, ne? Ach ja, scheiße, durch das Neuladen haben wir jetzt nur noch eine. Weil eben, mit diesem Shield ID FA bekommt man von jeder Waffe nur eine. Das ist der Preis für unseren Shield. Kann ich eigentlich durchspringen? Nein, kann ich nicht. Schade eigentlich. Genau deswegen nämlich. Oh Gott, kommen die alle. Jetzt kommen die alle an und wollen Alimente. Alibaba. Nein! Die hier wollte ich. Komm mal rein. Danke. Oh, jetzt kann ich da raus hier. Okay, die Weapon, das hätten wir schon mal. Jetzt müssen wir nur alle anderen weglocken, die wir reingelockt haben. Ach du Scheiße. Wie konnte das denn passieren? Alter, 35% Leben. Hier ist doch noch einer. Nein, du nicht. Du kannst verkacken gehen hier. Ich interessiere mich nur für deinen Freund hier, für deinen Freund. Komm her, komm her. Komm weg hier. Du, Anfang. Alter, ernsthaft? Ich hab doch gerade perfekt getroffen. Ich konnte das nicht passieren. So, da oben sind wieder die Verrückten. Die mit ihrer Talkshow. Na komm, dann nehme ich mal lieber die hier. Vorsichtig sein. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo hier überall Hitwarner sind. Da oben ist kein Hitwarner, das sind alles nur normale. Auch keine Hitwarner. Außerdem fahren die sich gerade selber vollfasten. Uah. Danke, genau getroffen. So mag ich meine Feinde. Immer schön sich selber bekriegen. Hat man selber weniger Arbeit. So, was mich gerade im interessiert. Genau das war. Wow, 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 wow. Alter, ich. Vielleicht soll ich doch erstmal die da erledigen. Nur, dann läuft ich Gefahr, dass ich davon welchen gesehen werde. Das ist so Bullshit-mäßig. So Bullshit-TV. Haben da jetzt noch welche überlebt? Ne, ja? Doch. Fuck. Und am Arsch. Oh, Alter.
Hallo? Was ist mit dir los? Ich hab's gewusst. Da hinten! Ach Mann ey, das gibt's doch gar nicht. Aha, wir haben auch noch nicht fertig. Oh, das ging ja leicht. Na komm, wo ist der andere jetzt hier? Da. Es gibt doch noch zwei. Danke dafür. Genau, das ist schon alle relativ herkommen. Das macht die Sache einfacher. Ja, wo bleiben die denn hinten, Alter? Was machen die denn da hinten? Gib mal einfach herkommen? Hä? Einfach herkommen. Ist ja noch zu viel verlangt hier. Ich weiß nicht, euren, vielleicht ist auch euer Gehirn, ein bisschen mit Leidenschaft gezogen worden, als ihr ein bisschen zu euren Zombies geworden seid, aber so hart fehlen. Kann man doch wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das einfach hinrennen soll, da hinten. Ich glaube, ich mach's einfach. Fuck, geschehen, oh, fuck. Kommt immer noch nicht hoch. Auf dieses Traube. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gottlosigkeit hier. Das ist gottlos. Ist wahrscheinlich sowieso der blaue. Ja, ist der blaue. Okay. Hat sich sowieso erledigt. Aber kommt da eigentlich jetzt die ganzen Leute raus? Haben die mich jetzt gerade gar nicht gesehen, ob ich da lang gelaufen bin oder. Hängen die da einfach nur vor irgendwelchen Ecken fest? Oh, ach du Scheiße. Ah, der geht mir gerade viel auf den Sack hier. Sehr schön. Aber wie gesagt, so auf weiter Flur geht das mit der Waffe ganz gut. Nur halt in Räumen, da kannst du mit dem Raketenwerfer jetzt gar nicht mehr arbeiten. Was eigentlich auch wieder für Realität steht, weil ich meine, wer würde schon in geschlossenem Raum mit Raketenwerfer rumballern, ne? Ich meine. Alter, endlich, ey, wenn ich gerade gebraucht habe, wie ist der da? Hallo? Ich rede mit euch. Könnt ihr bitte reagieren? Dankeschön. Gott, Alter. Gottlosigkeit. Gottlosigkeit, einfach nur Gottlosigkeit. So, jetzt komme ich mal zu euch hier, meine lieben Schabraken. Nein! Alter! Warum sehen mich welche, wenn ich die gar nicht sehe? Ah, komm mal her! Was? Hä? Hast du fein gemacht? Oh, hast du den Pixel bekommen? Oh, Alter, nein, Mann, das ist doch gar nicht. Die haben da ja alle überlebt! Das kann doch gar nicht wahr sein. Soll das hier ein Scherz sein?
Wow, was hast du denn gerade? Aber diese Mikro-Ruckler. So, erstmal diesen Kack hier. Wo ist denn der jetzt? Danke dafür, danke für nichts. Da ist noch einer. Leute, teilt euch mal hier. Zu meiner Rechten ist auch noch einer, der sich hier versteckt. Ihr seht also, ich bin beschäftigt. Ich komme einfach nicht, dann leck mich doch. Danke. Da ist er doch, ich sehe ihn doch. Ganz klar. Eine Pixel rein, oder vielleicht auch zwei. Okay, doch drei Pixel. Danke. Goddammit! Das geht aber gar nicht hier. So, ich spreche. Oh, okay. Oha. Da ist ja noch einer, Alter. Eigentlich brauche ich immer Schulterblick hier. Oder finden wir mal. Oder finden wir meistens. Ich tue es auch gerne mal vergessen. Danke. So, okay. Die anderen. Hier war noch einer. Dankeschön. Oh. Und hier war noch einer. So, hier war auch noch so ein böser Typ drin. Was auch immer das für einer war. Ach scheiße, das war doch ein Archweil, oder? Ich will nicht. Alter, eigentlich konnte ich den jetzt gerade so in Schach halten. Einfach mit davor stellen. Alter, ich hasse diese Viecher. Vor allem wisst ihr noch, ne? In dem Doom for Doom Let's Play, ne? Also, wo da gleich drei Stück auf einem Haufen da rumgelungert sind und wir den Atem geraubt haben. Wir haben noch keine gelbe Karte, das ist traurig. Hab irgendwo gerade eine Karte rumfliegen gesehen, wo war denn das? Keine Karte, du kommst da alle drinnen bleiben. Sorry, aber lass mal Typen kann ich echt nicht gebrauchen. Ach, da hinten war das. Ja, ja, okay. Ach du Kacke. Alter. Also, der Beruf von den Flashlight ist jetzt wirklich schon fast so ein richtiges Wow-Erlebnis, ja. Wenn man mal so den krassen Vergleich zu früher hat, wo einfach mit Flashlight nur noch geschackert hat und jetzt kommen hier ganz viele Pinkies. Das ist ein Wow-Erlebnis, überhaupt nicht scheiße. Und ja, am besten mal warten, bis die so hell werden. Weil dann bleiben sie nämlich mal für einen kurzen Moment stehen. Dann ist man zwar auch sehr nah dran, gebissen zu werden, aber zumindest stehen sie mal still und man kann auch nicht zuschießen. Ich meine, die bleiben sonst nicht stehen, ne? Nein! Och man, ich hab's doch perfekt geschafft und dann springe ich noch zu weit hier. Ist das billig? Ist das billig? Ist das billig?
ist aber hier Satan, ne? Da darf das krachen hier, ne? Aber die Hände können wir gleich übertreiben, ne? Bleib mal still jetzt hier bleiben, ne? Ich kann nicht springen. Wieso kann ich nicht springen? Ich kann nicht springen. Das ist doch kein Ding. Kann ich nicht. Geht doch. Dankeschön. Meine Fresse. Ist das jetzt so viel verlangt, einfach mal zu springen? Dankeschön. So, jetzt habe ich die gelbe. Gab es hier irgendwas? Nee, ne? Nee, gar nichts. Kein Secret, kein X-Pack, gar nichts. Wir haben von keinen Waffen jetzt Zweihändigkeit. Gut, so der haben wir jetzt Zweihändigkeit, okay, aber von allen anderen Waffen haben wir jetzt immer nur noch eine. Na, ist natürlich ein bisschen blöd, aber gut, ist halt so. Dafür haben wir jetzt die neue Engine. Ist doch auch mal was. Gut, gelb. Wo ist gelb? Okay, gelb ist ganz da hinten. Da war ich. Ach ja! Da wo wir gerade waren, genau. Da. Wenn Dummheit geht und wurde. Oh Gott, die Stimme ist auch immer wieder hier erledigt. Da sind auch noch diese Viecher drin, also langsam, ne? So, Alter. Na, was denn jetzt da? Das läuft doch noch schön jetzt hier. Oh, Alter, ne. Oh, ich kann das hier vorne drücken. Oh, der macht mal hier hin. Macht die Leute mal normal wie ein Mensch. Hallo? Damit. Und jetzt nochmal vorauf. Da haben wir es einmal geschafft, dann. Ah, aber diesmal First Try. Yay. Danke. Schieße ich einfach mit der Hand, mit Granatenwerfer geschossen und Räume, obwohl ich gerade kurz davor erst gesagt habe, das geht nicht. Aber Ronny, ganz schlau, dann muss natürlich alles probieren hier. Du! Ja, zwei. Oh, beide Geschichte. Oh. Das ist doch nicht mehr normal, ja. Bleib da stehen. Danke. Sehr schön. Willst du mich ficken? Dankeschön. Eigentlich werden wir uns hier relativ viel Zeit lassen, da wir ja hinten noch die ganzen Anstiege haben. Boah, Alter, ernsthaft jetzt. Wie hinterhältig ist das denn hier? Oh, Alter!
Der hat auch schon wieder überlebt. Könnt ihr nicht einfach mal sterben und gestorben bleiben? Junge, bleib stehen, bleib brav. Platzier dich. Ich hab volle Kinder. Und ich brauche eine neue Rüstung. Ne, damit rein. Perfekt. So, jetzt aber sprinten, bis der Arzt kommt. So, das war beinahe zu weit, wobei ich kann das vielleicht gut gehen, danke. Weil sie völlig geplant, dass ich weit gesprungen bin. Oha. Gerade aus dem Augenwinkel erkannt, dass da noch was ist. Das Witzige ist immer, selbst wenn man guckt, erwartet man ja immer, dass da eigentlich nichts mehr ist, ne? Und dann erkennt man aber aus dem Augenwinkel, scheiße, ist da doch was. Das ist so ein bisschen weird. So, jetzt haben wir die blaue Karte. Die gelbe. Welche haben wir jetzt bekommen? Die blaue. Also müssen wir hier hin was? Genau. Oh Gott, wovon wo denn? Wo schießt man denn hier? Oder ist es jetzt vom Ambient-Sound? Da hinten ist noch einer. Könnte haben wir. Ich bin halt ein Sniper. Was? Wow, genau dahinter. Würdest du mich ficken? Alter, genau hinter dem scheiß Pfosten. Ich glaub's ja. Was für ein Vollpfosten. Okay. Jetzt kommen wir zum einen der etwas schwierigen Parts, weil hier auch Freunde Feature drin sind, die ich alle gesagt nicht mag. Vielleicht sollten wir einfach denn da rausrennen. Wäre das eine gute Idee? Davor noch offen. Und schon war das eine gute Idee. Ja, es ist noch offen. Geil, es funktioniert wirklich. Warum sind wir früher nicht aufgekommen? Ha, ist das lame. Schaut mal, wie easy das ist. Ach du Scheiße. Ist. Okay, jetzt mal alles schon hier hin. Und ich kann jetzt schön nochmal außen rum rumlaufen. Und hier nochmal reingehen. Oh, das ist ja offen. Nee, ist das zu? Ist das offen? Ja, ist offen. Fuck. Und ich speichere auch noch. Obwohl ich hier mitten vor Risikofaktor bin. Risikofaktor 1 schon mal abgeschalten. Ist da noch einer? Okay, auf den Traum. Oh, ich kann, scheiße, ich kann durch das Fenster durchschießen. So, die drei habe ich mal erledigt. Also die Tür müsste jetzt wieder safe sein, oder was noch mehr? Nein, waren nur drei, genau. So, jetzt kann ich mich da draußen um die Viecher kümmern. Das Problem ist, die können alle hier genau durchschießen. Oder? Ja, doch. Die schießen alle genau durch. Ach, leck mich doch. So, hier dahinter bin ich sicher. Hoffe ich jetzt einfach mal. Na, so wird es immer sicher. Von wie ich bin sicher. Ha, hier bin ich sicher. Oder auch nicht. So. Die Rest der Story ist Geschichte. Nee, brauche ich noch nicht. Oh
Mann, Alter, das wird eine Horror-Tour. Ich renne einfach da durch. Das wird nicht, ich werde sterben. Ich habe es echt geschafft. Hat es jetzt was gebracht? Ja, die habe ich gesehen, eingegriffen. Sehr schön. Geil, genauso wollte ich das sehen. Genauso wollte ich das haben. Bringt euch mal schön alle Glieder durch. Jawohl. Oh, der schießt auf mich? Nee, schießt er nicht. Das ist ja doch eine Spinne. Ah, Fluchter, Ficky, Fick, Fick. Kann ich da durch? Ja, ich kann durch. Glück gehabt. Haha, ihr Bitches. Ich bin besser als ihr. Ich renne zwar einfach nur noch rum. Oh, oh. Boah, Alter, ich dachte schon. Oh. Ich dachte schon, das wäre jetzt mein Freitodangebot. Was? Du Hure! Und ich hab gar... Ich hab eine Karte nicht gespeichert. Hab ich auch nicht. Mann, Alter, ich hasse euch scheiß Viecher. Wobei, jetzt seid ihr? Na klar, ich komme natürlich nicht durch. Okay, ich mach euch erstmal euch fertig. Ist ja hier nicht mehr normal hier. Kannst du doch keinem erzählen, dass das noch hier realitätsnah ist. Du, weg. So, jetzt wo ist er im? Was ist das denn für ein Viech? Kommt die da von der anderen Seite durch, oder? Ja, die kommt da von der anderen Seite durch. Okay, dann lasse ich die erstmal hier. Ich dachte, da ist ein Secret oder sowas dahinter. Nee, aber die ist einfach von der anderen Seite. Hier, von da kommt die durch. Da unten nach links. Schwuchtelbienen. Wow, 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 keine Gewalt hier. Keine Gewalt. Oh, zweiter Versuch. Wieso kommt der jetzt durch? Nein! Nein, falsche Waffe. Alter, der hat mich einmal getroffen und ich habe direkt alles verloren. Alter, leckt mich doch. Muss ich ja wirklich vorsichtiger sein, als die Polizei erlaubt. Jetzt ist er drinnen gefangen. Will er mich verarschen? Ich brauche ihn mit Absicht, oder? Da ist ja noch einer. Ja, der steht auch dagegen. Lol, Safe Spot hier einfach mal. Und ich werde abgeschossen. Wie macht er das am dümmsten? Oh. Am dümmsten renne ich erstmal rein, weil der ist ein Mentkübel. Oh, Alter. Fuck. Da sind nur noch welche. Tschüss. Nein. Wo denn? In dem Raum hier. Boah. Hä? Ihr macht es echt geiler. Wo denn? Wow. Ist der mal hinten rum lang gelaufen oder was? Der ist doch alle krank. Den da. Genau so wollte ich dich sehen. So, jetzt müssen wir mal da auch gucken, ob da noch welche drin sind. Na komm. Sehr nett. Gut, hier ist noch ruhig. Davon habe ich jetzt gerade einen gesehen, aber sonst ist hier noch ruhig. Hä, ich habe hier gerade einen gesehen. Macht mich hier nicht schon wieder Kiri, Leute. Ich mag ihn, Kiri. Oh, da ist der rote Karte. Cool, da haben sich echt schon alle gegenseitig umgebracht. Das ist natürlich vorzüglich. Sehr schön. Dann können wir jetzt direkt ins Ziel rennen. Also, noch lange nicht, aber nahe dem Ziel kommen. Na, hä? Dem Ziel näher kommen. So rum. Geronimo!
Okay, wir haben nicht so viel verloren. Please, what? Haben wir die noch nicht? Ach ja, wir haben uns für neu geladen. Da müsste noch einer sein. Die waren zwei. Oder waren das drei? Und ich habe die doch vorhin umgebracht. Heute? Mach dich jetzt hier nicht wahnsinnig. So, hier müssen zwei Revenants sein. Oder waren die hier? Ja, da waren sie. Sind sogar drei. Oder habe ich den eigentlich schon wieder nicht beim ersten Mal erwischt? Ja, weiter geht's hier aber auch nicht. Das muss die Revenant. Damit die Leute, die gerne erkunden, eine mal schlichte Chance zu treffen bekommen. Na gut, dann gehen wir mal in die rote Tür rein. Hier scheint es relativ doch safe zu sein. Da oben werde ich gerne rauf, aber noch brauchen wir kein Plasma. Von daher ist es irgendwie so schade, dass wir da ja nicht rauf können. Da oben ist ein Shotgunner, da ist noch ein Shotgunner. Da sind zwei Pistol Freaks. Okay, die sehen uns also dadurch nicht. Da kann ich hier erstmal. Ne, ich mach lieber doch der Priorität nach. Und die Shotgunner definitiv die höchste Priorität. Wer denn? Ach, da sind wir mal. Zwei! Leute! Lernt mal die Bibel! Oha. Jetzt komm halt! Güte. Sowas von eingebildet, ja? Hilfe, den Typen kommen wir aber nicht runter, ne? Wir brauchen nur Qualitätsfleisch. Arschloch. Habt doch von eurer scheiß Eingebildetheit hier. Danke. So, wo wir jetzt den nächsten Gegner? Nein, da nicht so. Da wo. Oh oh. Über mir. Klar, auf dem Podest. Oh. Fuck. Fuck den Fuck. Fuck den Fuck. Nee, ich mach lieber mit der hier. Von der haben wir mehr Munition. Oh, ging ja easy. War ja gar nicht so schmerzvoll, wie ich in der anderen hatte. Abruf da. Ist hier safe? Ist die Munition ja da hinten? Ist bei den Shengunnern. Ist noch Munition auf jeden Fall. Dann gehen wir hier auch mal lang. Danke, danke, danke. Da unten ist eine Karte, die wir nicht brauchen. Hab ich alle erwischt? Also ein Imp und ein diesen Hell-Kacker habe ich auf jeden Fall erwischt. Und da kann man auch immer noch Besuch. Gut, ich bringe erstmal rüber. Warum geht das nicht mehr? Wie habe ich das früher gemacht? Man konnte irgendwie rüberspringen. Ich habe absolut keinen Plan mehr wie. Jetzt kommen wir auf hier.
Oh doch, aber genauso. Aber wie gibt's ja gar nicht über. Hier raufspringen und dann. Okay, gut. So kann man rauf. Man muss mit ein bisschen Anlauf, dann springt er nämlich höher. Also strickst du dich weiter. Du bist also ganz am Ende der Reling. Und jetzt. Boom! Fuck! So können wir aber nicht lenken. Oh Mann, oh, das war doch quasi perfekt hier. Na komm. Jetzt sind wir schon wieder gar nicht gesprungen. Aber wisst ihr was, komm, lassen wir. Brauchen wir eh nicht. Achso, siehst du, wir können ja auch von hinten rum rein. Fällt mir gerade ein. Ha! Wie genial ist das denn? Schaut mal an. Fuck! Wollte ich gar nicht. Oh, jetzt muss ich ganz wieder hoch, ne? Nur jetzt beim Ende dann mit diesem Spider-Mastermind, Spider-Mastermind werde ich noch versuchen ein bisschen zu enden. Da, jetzt kommt er echt, er wollte mich wollte, wo kommt ihr denn jetzt her? Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus deinem Arschloch, bitte sehr. War es denn da echt sehr nett? Nein, Mann, denn da gibt's noch Fett. Was? Na, ich trau den Viecher nicht. So, hier kommen jetzt auch wieder ein paar. Also kleinere Gestalten? Ja, bringt ihr, wohl, alle umbringen hier. Ja. Wow, geil! Haha! Oh, okay, die Pickel kommen von beiden Seiten, das ist nicht so optimal. Ich gehe mal hier eher in Bereitschaftsmodus. Also einmal alle hinter mich noch. Oder kommt da noch einer? So, du Nummer 1, du Nummer 2, du Nummer 50. Ich kann nicht zählen. Boah, Alter, wie viele denn noch hier? Stopp halt. Mal los! Kann ich erstmal. Danke! So, den kann ich ja nicht damit. Ich muss den also mit dem hier. Dankeschön. Wo ist der zweite? Das waren zwei. Es waren zwei. Ich weiß genau, es waren zwei. Wow, nicht berühren. Sonst habt ihr ja gesehen. Direkt instant tot. Ne? Da gibt es keinen Spaß, keine Gefühle, kein Lichtchen, gar nichts. Da wird hart auf Test gemacht. Ne? Einfach so Exempel statuieren hier. Kennt man ja. Man muss hart durchgreifen. Okay, die Spinnen wurden alle erledigt. Okay, also. Ich glaube mal das hier, wenn wir Taktik-Modus nicht überleben. Probiert einfach mal ganz kurz, weil ich genau weiß, dass das funktioniert. Okay. Wir müssen also an der Seite runter. Ich hoffe, ich kriege den Weg noch zusammen. Ich weiß nur, dass wir da lang müssen. Mehr weiß ich nicht. Achso, hier runter. Ey, wir haben es geschafft! Okay, ab weiter, kein Bock mehr, tschüss! Komm, ich will das Level endlich vorbei haben hier. Jawoll! Ah, nee, runterfallen, nicht runterglitschen hier. Oh Gott, das ist immer noch so hoch, wir werden sowas von sterben. Ah, doch nicht, okay. Ah, dachte schon. Ich dachte schon, das wäre es jetzt Ende gewesen. So, wir haben hier noch ein paar Raketen, ne? Ach, ach du Kacke. Oh, ernsthaft, klar. Aus den Raketenpacks ist ja jetzt wieder dank der Taktik im Mond wieder normale Raketen, also hier alte Raketen geworden. Ja, super, ist ja auch nicht. Okay. Wisst ihr was? Ich versuche einfach mal erstmal komplett durchzurennen bei der bei dieser Kackspinne. Und ich werde so hart failen. Wirklich? LOL! Keine einzigen Kratzer bekommen! So, jetzt werde ich einfach direkt in die Basis rennen. Die Viecher sind zu weit weg und die anderen sind mir jetzt zu aufgeräumt.
Was? Boah, Alter. So, jetzt werde ich erstmal nur ein bisschen nach, hier war nichts. Da, hier schön erstmal wieder auffrischen. Die blaue Perle gibt es hier leider nicht, soweit ich weiß. Hätten wir mal bei der einen Position, da gab es ja irgendwo eine. Die hätten wir mal mitnehmen müssen. Hier gibt es jetzt leider gar nichts mehr. Auch keine Munition, wie ich gerade sehe. Soll ich natürlich die Kisten auch wieder alles tun. Alter, das ist das Einzige, was ich in diesem Tactical Mode hasse. Boah, Alter, jetzt komm mal gut hier. Danke. Ja. Hallo, Captain. Ich bin deine Mutter. Und ich habe deine Kinder getötet. Na komm, komm, komm. Jawohl, danke. Okay. Das war's dann erstmal damit. Ich muss mal sorgen. Schau mit V.